Hallo Welt, da sind wir wieder, hier am Ranger-Bezirkssitz. Und Sarah, du bist auch da. Hallo Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube, ja, ich bin auch da. Ja, letzten Part haben wir... Oh, kleiner Gartenzwerg. Oh, ein kleiner. Was ist das denn auf dem Baum schon? Harz oder... Pilze oder hier Harz? Gesehen? So, ja, Pilze. Mhm. Ja, hier ist ein Ranger-Hut, Richie. Willst du ihn nicht mitnehmen? Ich sehe ihn nicht. Okay, ich sammle ein und... Moment, und gib ihn dir dann. Dann hast du ein komplettes Outfit. Ja. Was ist denn ein Prospektorenhut? Oh, schön. Für mich, danke. Ach, laufe ich mit dem mal ein bisschen rum. Auch guck mit. Mal, guck mal, hier ist eine Wackelpuppe. Noch eine? Oh, hier nicht. Aber da sind Chemikalien vielleicht. Ja, ich habe schon genommen, was geht. War nichts Großartiges für mich dabei. Ja, und dann haben wir hier noch ein Terminal irgendwo gehabt. Ja, hier. Aber geht's nach oben? Nee, doch. Nee. Ah, so, vielleicht ist das noch eine verriegelte Tür. Hier waren wir ja. Hier verbrannte Bücher. Teekanne. Brauchst du eine Kaffeekanne oder ein Dingens? Ah, hier ist ein Safe. Ah, hier, Charisma-Wackelpuppe. Willst du die nicht nehmen? Kannst du nehmen, ruhig. Und wir haben noch ein Holoband. Ja, kommst du drauf auf der Jagd? Kommst du dran auf der Jagd? Du auch? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Willst du das Ding jedes Mal einschalten, wenn ich vorbeikomme? Willst du mich jedes Mal belästigen, wenn ich etwas verweigere? Ach, du bist so ein Kleinkind. Nein, ich bin eine fürsorgliche und einfühlsame Person. Genau das, was zum Schutz unserer Wildtiere nötig ist. Wenn es nach dir ginge, würde keiner den Park besuchen. Und wenn es nach dir ginge, würde hier jeder Verrückte mit seiner Waffe herumballern. Nicht jeder mit einer Waffe ist ein Verrückter, Ross. Und auf die Jagd zu gehen, ist ganz normal. Es ist ein Sport für Männer, eine altehrwürdige Tradition. Es ist Mord. Es ist Jagen. Warum bist du überhaupt ein Ranger geworden? Aus dem gleichen Grund wie du. Weil ich die Natur liebe und sie bewahren möchte, damit die Menschen sich daran erfreuen können. Und mit erfreuen meinst du zerstören, oder? Um Gottes Willen, Ross, ich bin kein Monster. Hey, was ist das? Ein Mülleimer? Da sind also meine Dandyboy-Äpfel hin. Du hast sie mir gestohlen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Gib das her! Lass mich in Ruhe! Merkwürdig, dass Simmons, dass der ein Kleid trägt, wenn er das isst hier. Mit der Hand im Mülleimer da. Wollen wir gucken, was Ranger Simmons Terminal so sagt? Ja. Warte, wenn ich drankomme. Ja. Nationalparkdienste, Nachricht von Ranger Ross. Ich habe dich auf meiner Seite des Büros gesehen, Simmons. Schon zum dritten Mal in dieser Woche. Ja, ich führe Protokoll. Und ich schicke es der Verwaltung, wenn du das nochmal machst. Ranger Simmons berichte. Der Aussichtsturm ist verdreckt. Auf der Treppe zurückgelassener Müll ist ein Sicherheitsrisiko. Ansonsten nichts Ungewöhnliches. Der Biberstand ist außer Kontrolle. Muss um 30% ausgedünnt werden. Aber Ranger Ross weigert sich, die Jagd freizugeben, weil er so ein verdammter Softie ist. Ja, ich rede mit dir, Ross. Ich weiß, dass du meine Berichte liest.
Wir haben hier ein Problem, also hör auf, die Biber zu verhätscheln und mach deinen verdammten Job. Und vergiss nicht, den Aussichtsturm zu säubern. Ich bin fast 2 Treppenläufe runtergefallen, weil ich über deine ekligen Essensreste gestolpert bin. Okay. Mir ist aber nichts aufgefallen. Also den Safe kriege ich nicht auf. Ja, ich leider auch nicht. Ich glaube, ich bin sogar noch niedriger als du geskillt, oder? Hier, den Terminal kann ich auch nicht hacken. Ich auch nicht. Skill 2 erforderlich. Ja, auf nach Morgentown, ja. Wir haben ja eigentlich die Noka-Schein-Geschichte noch vor uns. Unter was findet man Skills? Knacken? Intelligenz oder Agility? Du bist schon wieder am Schießen. Witchy findet immer Gegner. Immer dann, wenn ich nicht da bin. Danke. Ich denke, es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Sonst kommt der Leuchten auch schon wieder, oder wie? Ah, guck mal hier. Schöne Werkbank zum Verschrotten. Sehr gut. Ja, die 44er Kurzläufige können wir eh nicht brauchen. Wir sind ja noch nicht auf Stufe 35. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Rüstungswerkbank? Ist das Rüstungswerkbank? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, siehst du mal. Ja. Dann guck du erst und dann guck ich mal, ob ich meine Rüstung auch verbessern kann oder so. Oh, keine Taschen? Ich kann keine Taschen draufbauen. Taschen aufs Brustteil. Sehr schön. Ja, das war's. Okay, mehr kann ich leider nicht machen. Okay, dann guck ich mal. Modifizieren. So. Der Lederrüstung. Stufe 50, da toll. Stufe 30. Taschen hat es schon. Stufe. Was habe ich denn für Sachen mit Stufe 35? Kann ich doch gar nichts mit anfangen. Stufe 15. Auch keine Taschen aufbauen. Oh. Maßgeschneidert. Ich wollte. Aber, ne. Ich kann nicht. Okay. Dann halt nicht. Oh, ich sehe die Wand an. Gut, Richie. Was haben wir gesagt? Morgentown. Ja. Und nicht ablenken lassen. Am besten nicht ablenken lassen, ganz genau, ja. Das sind die zwei richtigen. Wir oh, guck mal uns. Da. Oh, hier, verseuchte Cranberry. Ja. Was kann man mit denen machen? Bestimmt, hast du da schon mal was rausgefunden? Nein, aber ich... trotzdem noch abkochen und essen oder so? Bestimmt. Es regnet. Ja, aber nur von oben. Oh, hoppla, ein Loch. Vorsicht, hier sind überall so Kanäle. Ich bin schon wieder draußen. Oh,
Stimmt ja, ich bin überladen. Da oben Brandbestie, schießen? Nein, vergiss es. Noch die Königin oder was? Oh. Vorsicht, Kanal hier. Huch. Schon wieder. Ja, ist kraterhaft hier. Oh, Kranbels. Oder? Verseuchte Kran. Ja, ja. Ach, ich komm da mal angeschlichen. Wieder ein Krater. Schmutziges Wasser trinken? Nein, oder? Nee. Heute nicht. Wir müssen erstmal über den Berg. Oh, ja, irgendwas Gefährliches ist hier. Hund. Albino 30. Das ist gar kein Hund. Das ist ein Mongrel. Albino Mongrel. Hier steht aber Fleisch vom Mischlingshund. Also. Oh nein. Blärfliegen. Blärfliegen. Eine ganze Horde. Nein, Gruppe. Nein, wie nennt man sie? Herde. Warte, bleib zurück. Die sind eiternd. Die sind eklig. Da müssen wir dran vorbeischleichen. Willst du? Jetzt echt? Oh nein. Oh, ich bin abgestürzt. Oh, hoppla. Ich bin im Loch. 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 Ich bin immer noch im Loch. Hört mal auf jetzt. Könnt ihr mal bitte zurückgehen? Ich habe keine Energie. Aua. Die spüren, die werfen, die spucken, sie schießen ihre Maden auf uns. Irgendwas kommt gerannt. Also ich nicht, ich stehe hier. Wow, ein wilder, kranker Hund. Ein Mischling. Ah, das sieht auch gar nicht gesund aus. Boah, jetzt bin ich gleich überladen. Kohlevorkommen. Brauchen wir Kohle? Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall zu überladen, um Kohle noch zu schleppen. Aber das Blähfliegenfleisch nehme ich mit. Können wir braten. Lecker. Blähfliegenburger oder so. Kohlevorkommen. Was haben die denn hier gemacht, die Blähfliegen? Die haben hier ganz viele Haufen gelegt. Brandbestien. Guano-Haufen. Guter Dünger. Ja? Ja, jetzt hier weiß ich nicht, aber Guano, das sind doch diese Fledermäuse, oder? Ich hab keinen Schimmer. Und ich glaube, das ist ganz guter Dünger, oh, so in oder Pelikan. Komm schnell weg hier aus der Gegend. Ich mag's hier nicht. Hier regnet's. Ja, da hast wohl recht. Wenn ich bloß schneller laufen könnte. Ich warte auf dich. Oh. Schick die Waffe weg, wenn ich mal noch mal ein bisschen schneller hast. So. Ja, und. Ich hab das gesehen. Hätte klappen können. Challenge, entdecke die Moorregion. Okay. Challenge abgeschlossen. Oh hier nein. Über welchen Berg müssen wir denn? Was ist schon wieder? Oh nein. Oh, wo hast du die denn her? Die trage ich schon die ganze Zeit mit mir rum. Was für ein Tag. Mr. Price. Aber ich habe sie endlich aufgespürt. Glückwunsch. Sie wurden als Gewinner eines sagenhaften Preises der Great Appalachia Sweepstakes gezogen. Yeah. Great Appalachia Sweepstakes ist nicht verantwortlich für die Entrichtung der vorgeschriebenen Schenkungssteuer. Ein Nichtbefolgen kann der Steuerbehörde gemeldet werden. Viel Spaß mit Ihrem Preis. Juhu. Glückwunsch. Glückwunsch. Yippie. Guten Tag. Guten Tag.
Okay, was haben wir gewonnen? Ich weiß es nicht. Brauchst du eine Gasmaske? Nee, Moment nicht. Laufen wir richtig? Ja, ja. Okay. Huch. Ja, das ist ein langer Weg jetzt, ne? Savage Divide. Ja. Oh, das schaffen wir in dieser Folge auch nicht. Da brauchen wir 3 Folgen, bis wir da sind. So überladen, wie ich bin. Oder ich sollte wirklich mal so ein Lagerding aufstellen, um die Kiste herbeizuzaubern. Einfach nur deswegen. Was so, das wird ja gar nichts. Ach, wir schaffen das. Ach, ist das öde hier. Komm weiter. Das ist nur, weil es regnet jetzt. Oh. Kommen wir hier rüber? Vielleicht hier? Vielleicht. Wenn ich nicht überladen wäre. Vergiss es. Nee. Ich habe auch keinen Känguru. Ich auch nicht. Nee, Richie, das klappt nicht, so überladen. Es ist ja nicht so schlimm, wenn ich einfach das aufbaue kurz, oder? Nee, ja, aber ich höre auch gerade. Ich höre auch gerade hier irgendwo Glocken. Ja. Ah, da hat jemand was gebaut. Vielleicht, der hat bestimmt eine Lagerkiste da. Bestimmt. Hoffentlich erschießt er uns nicht. Das hat aber niemand gebaut, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Sowas Rotes? Kann man sowas Rotes bauen? Na, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nee, ich glaube... Doch, da ist ein Geschützturm und da ist ein grauer Wolf. Da sind ganz viele graue Wölfe. Nicht nur graue, auch leuchtende, Stufe 50. Wow, nichts wie weg. Ich bin weg. Ich bin runtergefahren, ich komm. Ich bin überladen, ich kann nicht. Wer schießt auf dich? Ich habe auch keine vernünftige Waffe, Mensch. Sag mal, da ist ein Geschützturm. Hier oben kannst du rauf. Habe ich ausprobiert schon. Ich bin runtergefallen. Warte, na, dann laufen wir lieber da weiter. Du läufst gerade in so eine grüne Gegend. Da sieht es besser aus als hier. Dann komm. Ja, ich versuche die Wölfe irgendwie zu überlisten. Stufe 50 ist doch ganz schön. Das könnte dauern. Obwohl, ich möchte schon da ins Haus reingucken. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich jemand gebaut hat. Wo bist denn du? Hinter dir. Sind die Wölfe noch da? Die sind bestimmt noch da unten, ja. Ich glaube, die haben das Geschützturmteil kaputt gemacht. Okay, komm. Lassen wir das. Wir werden auch noch was anderes finden. Bestimmt. Wir sind ja schon gleich in Morgentown. Meinst du? Das ist doch nur ein Stückchen. Ja, wenn wir da über die Berge sind, sind wir über dem Berg. Siehst du? Da drüben. Einfach da vorbei. Ah, da ist eine Schüssel da hinten. Oder was soll das sein? Mhm. Ja, solange uns hier nichts entgegenkommt, was uns ärgern könnte. Ach, wir sind hier in einer sicheren Gegend. Hier gibt es gar nichts. Habe ich das gesagt? Die machen nichts. Befreier. MK1. Ach ja, warte. Huch. Brauche ich ja nicht meine Munition für das Schlammbuch. Supermutanten und Ghoule, nichts wie weg hier. Komm, Ben. Lauf. Sarah. Ich kann nicht rennen. Dann, langsam. Ich folge deinem Namen. Okay, das ist gut. Und jetzt kann ich nicht mehr folgen. Ich bin überladen, das habe ich doch gesagt. Kommst du? Ich schleiche. Ich kann nicht. So, jetzt wieder ein Stückchen. Bist du überladen? Ja. So, ein paar hundert Pfund. Ja, das ist. Brombeeren, Mist. Haben wir mitgekriegt. Ich muss eben verschnaufen. Okay.
Schatten versteckt habe. So weiter. Jetzt fühle ich mich, wie Richie sich meistens gefühlt hat in seinem Let's Play. Ja. 600 Pfund. Oh. Das wird man auch nie wieder los. Schon. Baum nehme ich jetzt nicht mit. Laufen wir noch richtig? Ja, ja. Brombeeren. Lecker. Da kann man einen schönen Brombeertee draus machen. Mhm. So, ich brauche wieder eine Sekunde. Was klebt hier am Baum? Das ist Harz, leuchtendes Harz. Aha. Ich habe leuchtendes Harz genommen. Ja, daraus kann man auch irgendetwas herstellen. Vielleicht sogar Nuka-Schein. Ich schaue immer falsch auf die Karte. Da sind wir. Das dauert wirklich noch ein Weilchen. Hier redet jemand. Ein Mr. Handy oder so. Jetzt wird geschossen. Ach, und ich schleiche wieder. Ernte Beerenpflanzen, 10 von 10. Also unten steht ein... löse das Rätsel. Jetzt kapiere ich das Rätsel. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Hinter der rechten Ecke schau die Straße dir an. Links findest du den Ort unseres Treffens. So dann. Wenn du dich dort verzieren lässt, hält es ein Leben. Wenn du die Hintertür findest, bekommst du einen Drink. Och, ja... Bären. Wohin führt uns Richie? Hallo? Hallo. Schweigen im Walde. Ja, ich versuche, aber das ist vorbei. Irgendjemand hat vorhin geredet. Ja, so ein Mr. Handy hörte sich so an. Mhm. So kommen wir hier durch. Wo ist hier durch? Der Sonne entgegen, hier hoch. Vielleicht gehen wir außen rum, oder? Ach, das dauert aber zu lange. Okay, abgemacht. Den direkten Weg. Außen rum. Hier ist ein Zaun. Wie Zaun? Maulwurfsratten sind hier. Oh Gott. Stufe 7? Schaffst du. Oh. Ich komm mal angeschlichen, warte. Hier ist so eine Cross-Strecke oder so. Oh. Motocross. Und da ist ein Hütchen. Und irgendwo hat es Piff gemacht. Vorsicht, da sind Maulwurfsratten. Eine habe ich gesehen, wenigstens. Da war eine. Ich habe eine getötet. Wow. Blöde Reifen. Ah, Fleisch. Fleischritze. Ja. Okay. Gucken wir uns das mal hier an. Oh, der hat eine kurze Pumpkin. Ach, will ich nicht 10 mm. Knochensäge. Ich
Sag mal, geht's noch? Ich guck mir was in Ruhe an und du kommst einfach angedackelt. Und gibt's da drinnen was Schönes? Ja. Klebeband und Schießpulver auf jeden Fall. Spricht damit, kann es behalten. Aua! Was war? Was ist passiert? Ich wurde angeschossen. Oh. Ich habe eine Falle irgendwie ausgelöst oder so. Ah. Oh Mann, ich bin ganz schön am Ende. Oh ja, ich sehe gerade. Hast du Stimpaks und so? Ja. Ach. Ja, das schaffen wir aber auch in dieser Folge. Verdorbenes Fleisch und so. Ja, hab ich hingeschmissen. Ach so. Ja, in dieser Folge, glaube ich, schaffen wir das nicht mehr. Nach Morgentown. Itchy Bierflaschen, wenn du brauchst. Ja, das denke ich auch. In meinem Schleichzustand sowieso nicht. Ja, ich bin ja auch nicht so der Schnellste. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Was spuckt denn da hinten Grünes rum? Ein Frosch? Naja, meinst du?